Deswegen heizt sich hier alles auf, weil das 70 Grad warmes Wasser ist. Oh. Okay. Ah, okay. Das heißt, ah, das ist ätzend. Das ist ätzend. Kann ich irgendwas dagegen tun? Appetit. Who is the liquid pipe through? Appetit sind. Pass mal auf. Kann ich denn nicht. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Und das ist natürlich der springende Punkt. Wenn mein Wasser durch die ganze Kolonie läuft, ist natürlich alles voll. Oh, shit. Shit. Mann! Ja, isolierte Leitung, die habe ich hier schon gesehen. Die gehen Gott sei Dank auf Sandstone. Das ist also nicht das Problem. Kann ich sie drüber? Ich hoffe, ich kann die einfach drüber setzen. Insulated. Das ist übrigens was, was ich übrigens im Englischen nicht verstehe. Warum heißt es nicht isolated pipes, sondern insulated? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Weil isolated Isolation ist? Ich finde insulated einfach viel logischer. Viel logischer. Habe ich jetzt alles. Hoffe. Wie warm oder kalt ist jetzt mein. Okay, das Liquid. Das muss ich ja auch alles. Das muss ich alles. Das ist doch keine Lösung. Das ist doch keine Lösung. Das ist doch keine Lösung. Das kriege ich nie hin. Fuck. Außer ich würde mein Abwasser irgendwie vorher durchs Kältegebiet jagen. Ich muss das hier auch kühlen. Das hat auch 39 Grad, beziehungsweise Insulated Kram. Problem ist, wenn ich die jetzt. Oh Gott, wenn ich die Pipes jetzt überall hinpack. Die. Oh fuck. Das ist keine Option, die auszutauschen. Das ist keine Option. Weißt du auch warum? Weil ich, wenn ich das baue, das ganze Wasser raussaut. Wenn das Wasser raussaut, haben die wieder Soggy Feet. Wenn die Soggy Feet haben, dann habe ich ein Problem, weil ich über 78% Stress bin. So, das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass ich es kühl. Würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen. Das ist die einzige Lösung, die ich jetzt hier so ad hoc parat habe. Ich muss es kühlen. So, pass mal auf. Ja, ich grabe ja schon rüber. Ich grabe ja schon rüber, aber es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Ich habe auch noch keine Eispflanze gesehen, deswegen ist es hier etwas mau. Aber ich kann zumindest, oh Gott, ich kann wieder auch keine Maschbars herstellen, weil ich kein Wasser mehr habe. Ach, fuck it, seriously, fuck it. Awaiting delivery filtration material. Fuck. Jetzt ist gefälligst auf 7. Ich kann zumindest versuchen, ein bisschen abzukühlen. Ja, ich kann es ein bisschen abkühlen. Minimalst. Wie viele Germs sind da drin? 25.000 Food Germs. Ja, super. Super geil. Wahrscheinlich haben die eh schon wieder alle Diarrhoe. Also, das ist mir noch ein bisschen. Das ist mir noch ein bisschen. Das verstehe ich noch nicht ganz, wie ich das komplett keimfrei bekomme. Klar muss ich erhitzen. Das ist mir klar. Klar brauche ich einen Thermoswitch, um es abzuschalten, wenn es heiß genug ist. Aber gibt es Liquid Pumps, die besonders isoliert sind? Den höheren. Was war das? Wieso ist es hier alles aufgeleuchtet oder alle hochgesprungen? Moment. Gibt es eine. Moment. Overheat Temperature 50 Grad. Das ist der springende Punkt. Ich hätte die Dinger aus Goldamalgam bauen sollen. Ich muss das, was im Wasser steht, aus Gold. Alter, dieses Spiel. Dieses Spiel. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das muss man ja mal wissen. Dieses Spiel. Oh.
Oh, guck mal an. Ist offen. So, die spannende Frage ist, wie. Wie weit kann ich hier rübergraben, ohne dass sie sterben? Scheiße, ich grabe jetzt hier einfach mal rüber. Scheiß die Wand an. Kann man die nicht öffnen? Inspect. Oh. The facility is announced starting this week. All Fridays will now be casual Fridays. Please ensure the clinic proven test tracing benefits. Was? What? Okay, das ist also nur der Text, was hier drauf steht. Ja, das ist ein bisschen polluted Oxygen. Guck mal, hier ist normal Oxygen. Das ist ja cool. Ich muss bloß weit genug nach links graben, dann wird's wieder atembar. Das ist doch super. Ich habe leider kein Goldamalgam mehr zum Bauen. Das ist das schwierige Punkt. Ich habe nichts mehr. Nichts mehr. Ja, den hier. Angriff! Ich meine, moderate wounds. What the fuck? Ich meine, ich habe die Wunden nie geheilt, ja. Nie habe ich die geheilt. Nie. Das muss ich auch wegmachen, weil Soggy Feet. Viel zu viel Soggy Feet. Too much liquid. So, ist auch okay. Und da können sie wieder atmen. Ist doch super. Oder konnten atmen. Ah. Mann. Ich glaube, meine einzige Chance ist wirklich, ich muss mich hier reißgraben. Ich muss mich hier reingraben und hoffen, dass hier unten irgendwo so eine Pflanze ist. Wenn ich keine Pflanze finde, ist es eigentlich vorbei. Außer, warte mal, wie weit kühlt er das runter? Oh, 45 Grad, wirklich. Fast nicht. Ja, aber ich bin 124 Grad. Damage overheating. Was? Ach komm. Oh mein Gott, noch eins. Es ist zum Verzweifeln. Okay, scheiß drauf. Ich will jetzt wissen, ob ich wenigstens Glück gehabt hätte, hier irgendwo so eine beschissene Pflanze zu haben. Wenn ich da kein Glück habe, dann fange ich neu an. Seriously. Ich mache das jetzt alles aus 9 Prio. Das ist mir jetzt egal. Go, 9 Prio. Das ist mir jetzt völlig egal. Lasst alles andere stehen. Ich will jetzt wissen, was da abgeht. So. Da wollen wir Leitern runter aus 9 Prio. Muss doch irgendwo so eine beschissene Pflanze sein. Ich meine, wie viel Pech kann ich haben? Kann ich ein komplettes Eisbiom haben, das ohne ist? Das ohne Pflanzen ist? Richtig, gute Idee. So. Keine Pflanze in Sicht, oder? Seedweed? Keine Pflanze in Sicht? Ich meine, ich bin eher am Sack, ja? Wenn ich keine Kühlung finde. Deswegen ist es eigentlich egal. Ich kann das jetzt hier schon mal ausprobieren zum Test. Ich meine, wenn ich keine finde, ja, scheiß drauf. Dann habe ich echt Pech. Dann fange ich neu an. Das mache ich auch noch gleich. Jetzt. Sofort. Sowas Ätzendes. Echt, sowas Ätzendes. Heil Stress, Mima. Was macht ihr denn das jetzt hier? Das könnte, oder was? Kram da. So, ja, Sand. Es sieht so aus, als ob ich hier echt Pech habe. Es sieht echt so aus, als ob ich da Pech habe. Ich meine, das kann echt nicht wahr sein. Zentralen Leiterschacht, wo Haupt schon durchgehen, da kann man mit Transformatoren. Ja, ich hatte ja mit dem zentralen Schacht, hatte ich ja schon ganz gut gemacht. Ich darf nur nicht links und rechts nur einen breit machen, sondern ich muss den einfach breiter machen.
Problem ist aber dann, dass ich ein Platzproblem kriege. Vielleicht sollte ich auch am Anfang nicht so viele Kolonisten nehmen. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich großes Problem. Ich meine, wenn ich so viele Kolonisten habe, dann verbrauchen die natürlich mehr Sauerstoff. Ich meine, vielleicht habe ich es auch mit den Algen Dead Rising ein bisschen übertrieben. Wo ist eine? Hier! Tatsächlich! Tatsächlich! Hier ist eine. Ah, Jesus. So, go. Einen Moment bitte. So, hi, jetzt, ich bin wieder da. Hallo, Sir Aaron. Ah, Babynotfall. Ja. Was für ein Ding? Willens Pub? Nee, nicht. Weiß nicht, was das ist. So, da müssen sie hochkommen. Und dann. Ich hoffe, dass eine Pflanze vorerst reicht. Dann sorry, dann macht halt das auch noch auf 9. Aber ihr habt ja eh nichts. Das ist doch scheiße, ich hab da eh nichts dafür. Ah. Oh, ich hab keine Zeit. Ich guck so viele Sachen an, ich hab keine Zeit dafür. Also pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Nachdem das ja hier gnadenlos den Bach runtergegangen ist, weil es einfach, keine Ahnung, es ist einfach den Bach runtergegangen, und zwar Vollgas. Ich weiß es nicht, soll ich nochmal neu anfangen? Ich glaube, ich fange nochmal neu an, weil es ist tatsächlich, bäh. Mega bäh. Ja, ich fange nochmal an. Also, wir begraben vorerst mal diese Kolonie, es ist... Da bleibt mir eigentlich nur eins zu spammen, ja, der... Da bleibt mir eigentlich nur dieser Emote zu spammen, ja. Es ist wirklich übel, auf was man alles aufpassen muss, aber... Ist ja nicht so, als ob ich nicht... Als ob ich nicht trotzdem Spaß dran gehabt habe. Und, naja... Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es definitiv besser.